Das A-Team des Blau-Weiß-Buchholz mit Wir sind Immi und Leon von der IGS Buchholz. Hier in Buchholz haben wir das A-Team des Lateintanzes von Blau-Weiß Buchholz interviewt. Der Aufwand ist sehr groß, doch verdienen die Leistungssportler bei ihrem Sport eigentlich gar nichts. Wir haben zwei von diesen Sportlern, also Tänzern, interviewt, und zwar Lia Heise und Tom Kienast. Außerdem haben wir mit der Trainerin Franziska Becker gesprochen. Sie ist auch unsere Tanzlehrerin im Schulsport. Und viel Spaß beim folgenden Film. Lia hat ihren Abschluss an der IGS Buchholz gemacht. Dort haben wir in Klassen wie auch Sportlehrer nach ihr befragt. Besonders fand er an ihr, dass sie spät angefangen hat und es trotzdem sehr hoch ins A-Team geschafft hat. Wir haben außerdem auch deinen Klassenlehrer gefragt, wie er dich mit 4 Worten beschreiben würde. Was meinst du, welche waren das? Selbstbewusst, ehrgeizig, zielstrebig und zickig. Also allgemein hat er eine sehr hohe Meinung von dir. Er meinte aber auch, dass du eine Zicke warst manchmal, aber auch herzlich und ehrlich. Ja, Lia. Beeinflusste das viele Training und der Stress, der bestimmt auch mal entstand, deine schulischen Leistungen? Ja, in gewisser Weise schon, aber auch positiv, vor allem, weil durch dieses Tanzen und dieses viele Training bin ich auch sehr zielstrebig geworden und musste mich auch selbst organisieren, damit ich das alles hinkriege, und deswegen hat mir das Tanzen da schon gut geholfen, auch mein Abitur so gut durchzukriegen. Timing Arme, Mädels, aber ganz gut. Gute Reihe, rechts. 2 Arme. Deine ehemalige Tanzpartnerin Isabella Huber ist rund 3 Jahre älter als du. Wie ist das für dich? Das ist ganz witzig, weil alle anderen waren immer älter als ich. Damals, als ich 9 war, die Jungs mit mir im Team waren alle irgendwie 14 oder so. Das war aber nie ein Problem, weil irgendwie haben wir alle meine gleiche Leidenschaft gehabt, und deswegen hat dieser Altersunterschied gar keine Rolle gespielt. Zum Beispiel letztes Jahr hatte ich eine Tanzpartnerin, die war über 30 und ich war 17. Ja, gibt es denn manchmal Streit, wenn die Tanzpartner getauscht werden? Streit so gar nicht, weil wir in der Mannschaft alle sehr, sehr gut miteinander auskommen. Das finde ich, ist auch sehr speziell an unserer Mannschaft, weil wir alle halt Tanzen bei uns gelernt haben und deswegen alle aus einem Stall kommen sozusagen und miteinander groß geworden und ins A-Team reingewachsen sind und deswegen uns super gut kennen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Gibt es unter den Tanzpaaren auch Liebespaare? Ja. Ist das auch manchmal, also kann das zu einem Nachteil führen? Es ist auf jeden Fall spannend. Und ja, natürlich, die Tänzer verbringen einen Großteil ihrer Freizeit beim Tanzen. Und das bleibt überhaupt nicht aus, dass sich da Pärchen finden. Da kann man sich als Trainer auch manchmal ins Fettnäpfchen setzen, wenn man da nicht ganz im Bilde ist von neuesten Entwicklungen, sagen wir es mal so. Welche Voraussetzungen braucht man, um eine gute Tänzerin zu werden? Rhythmusgefühl auf jeden Fall, denn ohne Rhythmus ist es schwierig beim Tanzen. Nach welchen Kriterien suchst du die Tänzer für die
für das Team oder für die Wettkämpfe aus? Na, die Tänzer kommen eigentlich zu uns. Die, die Freude am Tanzen haben, die finden den Weg eigentlich zu uns von selber. Und ja, so nach und nach wird man immer besser und qualifiziert sich dann vielleicht auch für so eine hochklassige Mannschaft. Und dann geht es richtig zur Sache. Ihr trainiert mindestens dreimal die Woche. Was musst du außerhalb des Trainings noch zusätzlich für dich machen, um Bestleistung zu erbringen? Also für mich ist Schule auch extrem wichtig. Für mich ist das schon immer wichtig gewesen, dass ich nicht nur tanze und Schule nebenbei ein bisschen mache, sondern dass ich währenddessen auch, egal auf welchem Level ich das mache, auch meine Bildung noch immer mit auch an Nummer 1 sehe. Und deswegen muss ich für mich auch immer wissen, okay, ich komme im anderen Leben außerhalb der Sporthalle auch irgendwie noch klar. Ich weiß, es läuft in der Schule irgendwie und dann kann ich auch mit vollem Körpereinsatz dabei sein, weil ich eben diese ganzen anderen Sorgen im Hinterkopf gar nicht mehr habe. Blau-Weiß-Buchholz, das A-Team. Lia, fühlt ihr euch immer gerecht beurteilt bei Turnieren? Das ist schwierig. Das ist ja auch immer Ansichtssache. Wobei man nicht in die Köpfe der Wertungsrichter gucken kann, das muss man halt auch immer bedenken, dass andere Menschen mit eigenen Empfinden und eigenen Meinungen das bewerten und die überhaupt gar nicht den gleichen Bezug zu diesen Dingen haben, was du über ein halbes Jahr, ganzes Jahr trainierst und was du damit durchgemacht hast. Auf uns wirkt die Mimik bei Wettkämpfen teilweise sehr übertrieben. Wie trainieren die Tänzer das und warum muss man das so machen? Das kann man ein bisschen vergleichen mit einem Theaterschauspieler, das ist einfach sehr weit weg. Die Zuschauer sitzen meistens bei den Formationsturnieren sehr weit weg, die Wertungsrichter auch. Es ist sehr grelles Licht und da muss alles ein bisschen übergesteigert dargestellt werden, damit es auch wirkt. Von nahem wirkt es natürlich nachvollziehbarerweise immer ein bisschen drüber. Eigentlich mit dem Schminken, haben wir uns gefragt. Muss das jeder selber können, auch als Junge? Das ist eine gute Frage. Das wirkt das am Anfang immer, besonders für Jungs, immer ziemlich abschreckend. Mädels finden das meistens eigentlich ganz cool, sich da so ein bisschen rauszuputzen. Aber letztendlich macht das als Junge auch irgendwann Spaß. Das gehört auch einfach mit zum Turnieralltag dazu. Was ist das aus deiner Sicht Schlimmste, was bei einem Auftritt oder Wettkampf passieren könnte? Aber Angst halt hinzufallen oder so, das ist natürlich immer präsent. Also irgendwie blöd zu fallen, weil das sieht immer einfach blöd aus. Das Gute ist, es wird gar nicht negativ in die Wertung mit eingehen, deswegen ist das gar nicht so die größte Angst, von mir auf jeden Fall nicht. Was immer ärgerlich ist, ist, wenn ein Fehler bei den Highlights passiert. Also Highlights sind sowas wie die hohe Pirouette, vielleicht kennen das einige, oder die Bodenpirouette. Hast du den Zusammenhalt im Team und wie gehst du mit Konflikten um? Das bleibt natürlich nicht aus, dass Konflikte da sind. Drüber reden hilft und den Teamzusammenhalt fördern wir alle gemeinsam. Da arbeiten wir alle dran und nicht nur im A-Team, sondern auch in allen Teams. Du bist eine sehr erfolgreiche Tanztrainerin hier in Buchholz bei Blau-Weiß. Und wie war dein bisheriger Weg hierher und hast du selber mal getanzt? Ja, ich habe selber lange Jahre getanzt, Einzel- und auch Formationstänze und bin dann nach meiner aktiven Zeit nach Buchholz gekommen und ja, hier ging es immer weiter und es wurde immer mehr und mittlerweile bin ich komplett in Buchholz. Was war bisher der größte Erfolg für dich?
Der größte Erfolg ist mit Sicherheit, dass wir jetzt 4-mal in Folge ins Finale der Deutschen Meisterschaft gekommen sind, aber auch, dass wir so tollen Nachwuchs haben, Nachwuchsarbeit und so ein tolles Trainerteam auch haben und so viele Menschen, die das Ganze unterstützen hier an dem Ort. Dann bedanken wir uns für das nette Interview und freuen uns schon auf die nächste Tanzstunde mit dir. Ja.